Herzlich willkommen zu den Highlights von Eintracht Trier gegen den Balinger SC hier bei SVE TV. Am Mikrofon gleich für euch ist Ali Heinen. Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Bestes Wetter hier im Trierer Muselstadion. Besser kann man es eigentlich nicht haben. So knapp, ja, 12 Grad, trocken. Rasen sieht sehr gut aus und auch das Stadion wieder sehr gut gefüllt. Das dürften so um die 2500 Zuschauer sein. Und da sehen wir die Mannschaften, wie sie den Rasen betreten. Vincent Bösen, er kehrt auch wieder in die Startformation zurück. Das wird heute interessant zu sehen sein, wie er mit Damian Macheta vorne harmonieren wird. Denn beide ja ähnlich kantige Stürmertypen. Da ist jetzt Bösen. Bösen geht durch und scheitert an Castano Bada. Boah, ja. Optimistische Variante davon. Weigelt, oh, da war ein Platzfehler. Da war ein Platzfehler. Jetzt der Abschluss von Hasan Pepic. Glück für die Eintracht. Da hat sie sich aber auch selbst in die Bredouille gebracht. Schuster findet Macheta. Legt ab für Doro. Rechtes Platz. Da kommt der Ball jetzt auch hin. Jannis Held mit viel Grün vor sich. Flanke in die Mitte. Da ist Macheta. Da hat Doro den Ball. Weigelt mit aufgerückt. Aber sie bekommen da kein Tempo in die Aktionen. Balingen steht auch schon wieder gut sortiert jetzt. Aber Moritz Frusch. Kann den Ball dann aber rausköpfen. So, was geht hier für die Eintracht? Jetzt kommt der Ball zu Vincent Bösen. Wird ein bisschen weit rausgetrieben. Ball in die Mitte, aber der geht in die Füße der Balinger. Und dann gab es eine durchaus strittige Situation, wo wir nochmal drauf schauen können. Denn da hätte der SVE, glaube ich, gerne auch einen Elfmeter gehabt. Da kommt erstmal der Ball von Bösen in die Mitte. So, und dann kommt er eben zum Gegenspieler. Und dann ist Rusch am Ball. Und dann, wenn man mich fragt, trifft er ihn. Wobei wir da auch wieder einen Aussetzer leider in der Zeitlupe hatten. Wieder eine Unkonzentriertheit. Das zieht sich hier so ein bisschen durch. Immer wieder kleine Unkonzentriertheiten. Jetzt ist Diakité. Im Strafraum. Und das ganz, ganz unglückliches Eigentor. Durch Radomir Novakovic. Diakité wird geschickt über rechts gegen Heinz. Da kriegt er wieder den Ball. Diakité gegen Novakovic. Boah, Riesengelegenheit da für Balingen. Jetzt finden sie vorne Kevin Heinz in die Mitte zu Macheta. Ball immer noch heiß. Bösen zu Doro. Ball wird nochmal abgelegt. Ball jetzt in die Mitte. Nicht das Tor, der fast zum Torerfolg geführt hat. Gleich kommt der Ball zu Kevin Heinz. Und dann ist es Macheta. Und dann wirklich im letzten Moment war es Mango. Währenddessen Balingen im Vorwärtsgang. Chance für Balingen. Almino Vakovic. Klärt. Da kommt Macheta fast an den Ball. Das schauen wir uns nochmal an. Also da kommt gleich der Freistoß.
Und dann denkt Bader, der geht drüber, geht er aber nicht, der knallt an die Latte. Aber es ist keiner da, der Nutzen daraus ziehen kann bei der Eintracht. Wieder so eine kuriose Situation. Robustes Tackling da von Maurice Busch gegen Diakité, das war alles fair. Und das war nicht fair, das sollte eine Karte auf jeden Fall nach sich ziehen. Jetzt gibt es noch ein bisschen Diskussionsbedarf. Ich habe die Szene nicht genau gesehen, denn jetzt liegt dort ein Balinger. Also, da ist die erste gelbe Karte. Und jetzt kommt Maurice Rusch zum Rapport und der kriegt auch die gelbe Karte. Ich muss sagen, das ist eine Entscheidung, da gehe ich durchaus mit. Und Bektaji macht hier weiter, knüpft sich jetzt Vincent Bösen vor. So, Bektaji, für ihn geht's weiter. Aber erstmal muss er vom Schiedsrichter Ebert wieder reingewunken werden. Und genau das bleibt jetzt aus. Jetzt erstmal der Freistoß für die Eintracht. Christopher Spang schnappt sich das Leder. Astano Bader klärt den Ball. Janis Held mit dem zweiten Ball. Da kommt Lando Gastorot. Tor für die Eintracht. 1:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff trifft die Eintracht zum ganz, ganz wichtigen 1:1. Und das können wir uns hier nochmal anschauen. Also der war eigentlich schon geklärt. Dann kriegt Janis Held den Ball an der rechten Strafraumgrenze. Dann der Ball zu Doro. Kein Abseits und gegen die Laufrichtung von Castano Bader lässt er dem Torhüter keine Chance. Und stellt hier wieder auf Remy. Ganz wichtiges Ausrufezeichen unserer Eintracht. Und das war auch schon der Schlusspfiff zur ersten Halbzeit. Also es war wirklich ordentlich Alarm hier. Jetzt aber erstmal der Freistoß für die Eintracht. Moritz Frusch und Andreas Ivan stehen am Ball. Ball in der Mitte erstmal abgefangen. Held, macht den nochmal scharf. Marchita mit dem Führungstreffer. 2:1 für den SVE. Und was für ein Auftakt, die Eintracht direkt mit der richtigen Einstellung hier im zweiten Durchgang ist hier hellwach und macht das Führungstor. Da kommt der Ball zu Janis Held. Der macht den nochmal scharf. Der Torhüter zögert leicht und das nutzt Damian Marchetta aus. Fliegt da dazwischen und trifft zum 2:1. Und auch erstes Tor im Dress der Eintracht für Damian Marchetta. Gutes Zweikampfverhalten von Schuster und Doro. Sehr schnell geschaltet von Ivan. Wieder Marchetta im Strafraum. Marchetta, Tor! 3:1! Doppelpacker Marchetta! Und was war das? Schön gespielt von der Eintracht. Ein wirklich mustergültig vorgetragener Angriff. Und genau das schauen wir uns jetzt nochmal in der Wiederholung an. Vorausgegangen dem Ganzen der gute Ballgewinn von Mirko Schuster und von Jan-Lukas Doro. Und dann geht es ganz schnell über Ivan, über Bösen. Und dann hat Marchetta den Ball, dringt in den Strafraum ein. Und dann steht es jetzt 3:1 für den SVE. Doppelpack Damian Marchetta.
Langer Ball von Spang zu Ivan. Kein Abseits, der geht jetzt alleine auf Marcheta zu. Andreas Ivan. Natürlich geht er nicht auf Marcheta zu, sondern auf Bader. Zweiter Schuss, zweite Möglichkeit für Ivan. Bringt nochmal die Flanke in die Mitte, sucht Marcheta. Aber dann geklärt von Monga. Also bei Balingen schleichen sich immer mehr Unsicherheiten hinten in der Abwehr rein. Da ist wieder Wusch, der kann jetzt schießen. Castano Bader lenkt den über die Latte. Jetzt Kevin Heinz von der linken Seite mit der Flanke in die Mitte. Kein Abnehmer. Zweiter Ball landet bei Andreas Ivan. Immer noch Ivan. Tor! Riesentor von Andreas Ivan zum 4:1 für den SVE. Und da können wir noch mal einen Blick drauf werfen. Zuerst wird die Flanke geklärt, dann kommt der Ball eben zu Andreas Ivan. Und er hat jetzt ganz viel Zeit zu schauen, wie lege ich mit dem Ball zurecht, und kurft einmal Philipson und dann wirklich maßgenau in die linke Torwartecke, direkt neben den Innenpfosten. Also, erster Treffer für unseren Neuzugang Andreas Ivan und 4:1 für den SV Eintracht Trier. 3-Tore-Führung für den SVE. Also nach dem Rückstand in der ersten Halbzeit das Spiel komplett gedreht und die Eintracht macht hier weiter. Macht hier weiter Alarm über Moritz Rusch. Immer noch Moritz Rusch jetzt im Strafraum. Moritz Rusch. Und auch Konzossa noch mal im Nachfassen. Der Ball ist immer noch heiß. Andreas Ivan fasst sich dann noch mal ein Herz. Schiedsrichter hat die Pfeife schon im Mund und das war's. Also Eintracht Trier gewinnt das Heimspiel gegen den Balinger SC mit 4:1. So, Thomas, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ja, sehr gut. Ja, Thomas, nicht nur du musst improvisieren, auch wir müssen heute ein bisschen improvisieren. Benny ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Ja, ein Spiel, was heute sehr viel geboten hat. Und man spricht im Fußball ja ganz gerne von zwei richtigen Zeitpunkten. Wie wichtig waren denn die Zeitpunkte für das 1:1 heute und vor allen Dingen für das 2:1? Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Hast du perfekt zusammengefasst. Wir hätten gerade es verpasst, 1:0 in Führung zu gehen. Gerade dann sehr unglücklich in Rückstand. Und dann natürlich mit dem Ausgleichstreffer, mit dem Halbzeitpfiff, ziehst du natürlich das Momentum dann auf deine Seite. Und daran habe ich die Jungs appelliert. Ne? Es war vorher ein bisschen hektisch dann auch gewesen, emotional. Ich habe gesagt, wir müssen trotzdem diese Emotionen jetzt, die Zuschauer haben uns gepusht, mitnehmen mit dem kühlen Kopf, mit dem heißen Herz. Zweite Halbzeit marschieren, alles reinschmeißen. Und dann hilft natürlich dann, wenn wir dann Postwenden mit dem Anpfiff, das 2:1 und das 3:1 nachlegen. Und damit war das Spiel praktisch heute entschieden dann. Ja, es waren auf jeden Fall auch zwei Halbzeiten heute. In der ersten Halbzeit habt ihr ja den Rückstand euch, ich würde fast sagen, fast selber reingelegt. Auch immer mal wieder ein paar zerfahrene Aktionen gehabt. Aber ist das einfach auch eine Situation, die man der Mannschaft auch aufgrund der Verletzungsmisere ein bisschen eingestehen muss? Ja, das Fußball ist ein Fehlersport. Ne? Wir wollen ja, dass wir mutig eröffnen und dann den Gegner auch rauszuziehen, um Räume zu haben. Ne? Das hat ja vorher, wenn wir 1:0 führen, ne, dann sagt man ja, das ist genau richtig, so gerät so 0:1 Rückstand. Aber wichtig ist, was die Mannschaft ja dann ja, als Team bewerkstelligt hat, um so einen Fehler auszumerzen. Dafür spielt man Fußball im Mannschaftssport. Und das hatte Spang ja auch gerade in der Gruppe gesagt. Hat mich unheimlich gefreut, dass wir dann so eine zweite Halbzeit einfach hinlegen und dann noch absolut als verdienter Sieger vom Platz gehen.